Lass uns nun über das metrische System bei den Volumeneinheiten nachdenken. Also metrisch, aber Volumen. Also wie viel Raum ein Körper im dreidimensionalen Raum einnimmt. Die häufigste Einheit hierbei ist der Liter. Was ist nun ein Liter? Das musst du dir so vorstellen, wie ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm. Also du hast hier 10 cm in der Breite, 10 cm in der Tiefe und auch 10 cm in der Höhe. Oder wie kannst du dir auch noch, es geht um Volumen, wie kannst du dir das vorstellen? Nimm zum Beispiel eine Colaflasche. Ich zeichne die mal hier. Das wäre jetzt eine Colaflasche. Nicht so gut geworden, aber du weißt, wie ich es meine. Eine Colaflasche hat, eine große Colaflasche hat typischerweise eben ein Volumen von einem Liter. Und du kannst mit dem Liter, hier gelten die gleichen Vorsilben, wie du sie auch schon kennst, von den Längeneinheiten. Es gibt also zum Beispiel auch den Milliliter, Milliliter, und das ist wie beim Millimeter, ist eben ein Tausendstel Liter. Ein Tausendstel von einem Liter. Oder anders ausgedrückt, ist ein Liter entspricht 1000 Milliliter. Wofür brauchst du den Milliliter? Das ist zunächst mal, wie musst du ihn dir vorstellen? Das ist wieder ein Würfel, aber natürlich ein viel kleinerer Würfel. Und zwar hat dieser Würfel jetzt nur eine Kantenlänge von 1 cm. Also er ist 1 cm breit, 1 cm tief und 1 cm hoch. Dieser kleine Würfel hat die Kantenlänge von 1 cm und das Volumen von 1 Milliliter. Das kannst du mit einem Milliliter machen. Das ist zum Beispiel eine sehr nützliche Maßeinheit für Medikamente. Und wenn du vielleicht schon einmal einen Teelöffel Hustensaft genommen hast, dann waren das ungefähr 5 Milliliter. Du kannst aber mit dem Liter natürlich auch größere Dinge messen. Und da gelten wieder die gleichen Vorsilben wie beim Volumen, also auch beim DK. Aber was ein bisschen gebräuchlicher ist, ist zum Beispiel der Hektoliter. Hektoliter. Und das entspricht 100 Litern. Und das ist zum Beispiel eine typische Einheit in der Getränkeindustrie. Und zum Beispiel 100 Liter entspricht der Menge, die der durchschnittliche Deutsche im Jahr eben trinkt. Es gibt dann auch noch die Kiloliter, so wie es ja auch die Kilometer gibt. Kiloliter natürlich. Und es sind dann eben 1000 Liter. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die du, ja, wenn du zum Beispiel einen Swimmingpool hast, dann willst du zum Beispiel wissen, wie viel Kiloliter der hat. Warum? Weil der Kiloliter dann einem Würfel entspricht, der eine Kantenlänge von 1 Meter hat. Kiloliter 1000 Liter und der Würfel mit einem Kiloliter Volumen hätte 1 Meter Kantenlänge. Also hier siehst du, wie auch hier im metrischen System mit den Vorsilben Milli oder Hektar und Kiloliter du ganz, ganz nützlich eben ein Volumen messen und darstellen kannst.